Hallo zusammen, die Firma Vortex. Ich bin Andreas und ich zeige dir in diesem Video die Montage meiner Gleitschienen für den Bau eines absolut spielfreien Schiebeschlittens für deine Kreissäge. Alles, was du dafür brauchst, siehst du hier. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen. Als erstes passen wir die Breiten der Gleitschienen den Toleranzen der T-Nuten im Maschinentisch an. Die quer eingebrachten Gewindestifte spreizen die Gleitschienen auf und ich kann so die Breite einstellen. Die optimale Breite ist erreicht, wenn die Schienen sich vollkommen klemmfrei über die ganze Länge der Nut verschieben lassen. Leises seitliches Klickern bedeutet wenige Hundertstel Millimeter Spiel. Im nächsten Schritt legen wir unsere Grundplatte auf den Maschinentisch auf und richten sie bündig zur vorderen und seitlichen Kante aus. Beim Übertragen der Mittelachsen unserer Nuten hilft uns eine eingelegte Gleitschiene. Die senkrechte Mittenmarkierung an der Stirnseite zeigt uns die exakte Mitte der Nut an. Diese Markierung zeichne ich senkrecht auf die Stirnseite meiner Grundplatte und lege dort den längsten Winkel an, den ich habe. Meiner von Wolfcraft kostet unter 15 Euro und ist eine absolute Empfehlung. Auf meiner Siebdruckplatte kann ich Bleistiftmarkierungen schlecht erkennen, deshalb klebe ich Papiertape auf. Das funktioniert hervorragend. Die senkrechten Linien werden nun präzise verlängert bis zum Ende der Platte. Beim Ausrichten der Gleitschienen auf meiner Grundplatte achte ich darauf, am vorderen Ende etwas Auflagefläche zu lassen, um später das Einfädeln des Schlittens in die T-Nuten zu erleichtern. Ich übertrage die Mittelpunkte der Langlöcher auf meine Grundplatte. Die Bohrungsabstände sind 90 mm. Um sicher zu gehen, lege ich meine Gleitschienen trotzdem auf und markiere die Mitten aller Bohrungen durch die Langlöcher hindurch. So kann ich ganz sicher sein, dass ich so genau wie möglich arbeite. Denn mit dem Auge erkennen wir, wenn wir eine Bezugskante haben, Abweichungen im Zehntelbereich sofort. Für das Einbringen der Bohrungen verwende ich einen scharfen Holzbohrer mit Zentrierspitze, die ich exakt in meine Markierungen einsetzen kann. Um so senkrecht wie möglich zu bohren, verwende ich eine preiswerte Bohrhilfe. Das hier ist der Dübelprofi von KWB. Bohrt bitte nicht freihändig, wir müssen wirklich senkrecht bohren, damit sich die Gleitschienen nachher leicht verschieben lassen und die Muttern selbsthemmend greifen. Auch beim Senken der Bohrungen arbeite ich sorgfältig. Der Schraubenkopf sollte gerade so in der Senkung verschwinden. Senke ich zu tief, kann bei einigen Modellen die Schraube im Nutgrund kratzen. Insbesondere bei der Bosch GTS 10XC ist das ein Thema. Und natürlich sollte der Schraubenkopf nicht herausstehen und mich beim Arbeiten mit dem Schiebeschlitten stören. Die Montage der Gleitschienen wird erheblich erleichtert, indem ich mir die Grundplatte senkrecht einspanne. Mit dem Akkuschrauber auf kleinster Stufe setze ich nacheinander alle Schrauben ein. Die Muttern halte ich dabei nur mit einem Finger fest. Das reicht vollkommen. Für das nun folgende Ausrichten aller Gleitschienen in den Nuten der Kreissäge müssen sich die Gleitschienen leicht in den Langlöchern bewegen können. Dazu löse ich die Schrauben wieder um eine halbe Umdrehung und schiebe anschließend meine Grundplatte in die T-Nuten meiner Säge ein. Dank der Langlöcher kann ich jetzt meine Grundplatte minimal seitlich verschieben und sogar verdrehen. Ich richte die Grundplatte an der seitlichen Kante meines Maschinentisches aus und schraube jeweils die mittleren Schrauben aller Gleitschienen mit Gefühl fest. Ich verschiebe den Schlitten noch einmal über die ganze Länge und ziehe nun auch die restlichen Schrauben fest. Ihr braucht dafür nicht viel Kraft. Schrauben und Muttern hemmen sich wunderbar selbst. Eure Grundplatte lässt sich schon jetzt spielfrei und leicht verschieben. Mit etwas Weißöl auf den Gleitflächen rutscht es praktisch ohne Kraft. Die Grundplatte eures Schiebeschlittens ist jetzt fertig und ihr könnt euch genau den Schiebeschlitten daraus bauen, den ihr braucht. Am populärsten ist wahrscheinlich der Schlitten mit senkrechten Brücken am vorderen und hinteren Ende des Schlittens, sodass man den Schlitten vollständig durch das Sägeblatt schieben kann. Den verwende ich persönlich aber gar nicht mehr, weil ich meine Absaughaube dafür abnehmen müsste. Außerdem kann dieser einfachste aller Schlitten mit nicht mehr als einem flachen Queranschlag alles, was ich brauche. Ich breche dafür die Kanten einer einfachen gehobelten Leiste, bringe sie auf die richtige Länge und säge dann meine Grundplatte ein. Diese Absaughaube, passend für die Bosch GTS 10XC und 635/216 Modelle, findet ihr übrigens in meinem Webshop. Ich garantiere euch, es macht sehr viel mehr Spaß, mit eurer Kreissäge zu arbeiten, wenn euch nicht mehr die Späne ins Gesicht und durch die Werkstatt fliegen. Ich säge meine Grundplatte also ein und lasse etwa 15 cm stehen. Die Anlagefläche meiner Leiste setze ich dann an das Ende meines Sägeschnittes und schraube ein Ende bündig zur Kante auf die Grundplatte, so dass ich die Leiste noch schwenken kann.
Mit einem Winkel richte ich jetzt den Queranschlag rechtwinklig zum Sägeschnitt aus und fixiere den Queranschlag. Auch hier gilt, je länger der Winkel ist, desto genauer kann ich arbeiten. Und es ist präziser, die zweite Schraube direkt an das andere Ende der Leiste zu setzen und nicht erst in die Mitte. Denn dort wirkt sich eine Ungenauigkeit weniger stark auf die Rechtwinkligkeit der Leiste zum Sägeschnitt aus. Mein Testschnitt hier ist absolut zufriedenstellend. Eine Abweichung von der Rechtwinkligkeit ist für mich nicht messbar. Fertig ist mein Schiebeschlitten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Bau eures Schlittens. Bis dahin, liebe Grüße.